Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi, geht's euch gut? Uns geht's super, wir sind auf jeden Fall alle aufgeregt, aber ich glaube, wir haben alle auf diesen einen Moment jetzt gewartet, hier zu stehen. Und ich bin so glücklich gerade, also es ist echt crazy, aber wir sind trotzdem echt aufgeregt. Okay, erzähl mir jetzt von euch beiden, wer es wäre. Also ich bin Luca, ich bin Julian. Ich habe euch ja diesen Sommer schon gecastet, deswegen seid ihr mir sofort ins Auge gesprungen. Boah, klar, weil ihr super gut aussieht und weil ihr Zwillinge seid natürlich. Danke. Erzählt mir doch einfach ein bisschen was von euch. Wir sind 24 Jahre alt. Also wir kommen ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart. Jetzt gerade wohnen wir in Frankfurt. Und also es ist schon immer unser größter Traum gewesen, hierher zu kommen und heute hier zu stehen. Es war ja vorher noch nicht möglich und deshalb freuen wir uns umso mehr, jetzt heute hier zu stehen und mit dir sprechen zu können. Was ist denn euer Traum? Also unser Traum vor allem hier jetzt ist natürlich die Show zu gewinnen, vor allem als der erste oder die ersten Männer, die es überhaupt bei dieser Show gibt. Also wir glauben natürlich nicht, dass wir beide gewinnen. Ich meine, es ist natürlich nicht so möglich, aber wahrscheinlich wird nur einer von uns gewinnen können. Trotzdem ist es unser Traum, so weit wie möglich hier zu kommen. Was meinst du denn, wer von euch besser aussieht? Tja, von uns beiden besser aussehen. Ich glaube, mein Bruder sieht besser aus als ich. Ich muss sagen, ich finde, mein Bruder sieht eleganter aus als ich. Und deshalb würde ich sagen, dass er besser aussieht. Was meint ihr denn, was euch ausmacht? Außer natürlich, dass ihr Zwillinge seid. Was uns ausmacht, außer dass wir Zwillinge sind. Also auch unabhängig davon, dass wir Zwillinge sind, sind wir ein super Team. Ich bin sehr gern extrovertiert. Ich stehe gerne vor der Kamera und bereit, um alles zu geben, um bei dieser Show so weit wie möglich zu kommen. Also wir möchten jetzt einfach alles in uns investieren. Ich kenne das ja sehr gut mit Zwillingen. Der eine fängt an zu reden, der andere bringt den Satz zum Ende. Ja, wir ergänzen uns recht oft. Wir ergänzen unsere Sätze sehr gerne auch. Also ich weiß schon auch, wenn er irgendwas erzählt, was er denkt. Ich weiß schon genau, was er gleich sagen möchte. Aber da lasse ich ihn sprechen, weil ich möchte ihm ja nicht ins Wort fallen. Na, ich finde euch schon ganz süß. Ich muss aber auch ehrlich sagen, also wir haben dich schon öfters im Fernsehen gesehen, natürlich leider noch nicht in echt, aber du siehst wirklich noch besser aus als im Fernsehen. Oh, muss danke. Ich wirklich an der Stelle hier mal sagen. Das muss ich mir sofort aufschreiben. Okay, kommen wir zu dir. Du heißt Max, oder? Ich bin Max, genau. Hi. Du bist mir auch sofort aufgefallen. Warum? So ein besonderer Typ irgendwie. Dankeschön. Fand ich auch sehr interessant. Warum möchtest du denn bei uns mitmachen? Weil das, was du gerade gesagt hast, mir leider immer zum Verhängnis wurde. Mir immer gesagt wurde, ich bin zu viel oder zu anders oder halt zu ausgefallen, um das zu machen. Und ich bin heute hier, um den Leuten zu zeigen, dass es egal, wie ausgefallen man ist, es trotzdem schaffen kann. Ja, das finde ich eine ganz tolle Haltung. Danke dir. Und du heißt Die. Die? Ja, mit D. Ist es wie Heidi? Nur Fadi. Ähnlich, ja. Ähnlich. Ja, ich komme auch aus Frankfurt, aber ursprünglich aus Karlsruhe. Mhm. Und bin da jetzt seit 2 Jahren und habe da auch so meinen Stil gefunden und mich gefunden. Und das war mega cool, in eine Großstadt zu kommen. Aber ich möchte noch viel, viel weiter. Mhm. Ich gucke Topmodel auch schon immer. Und das war schon immer mein größter Traum, dabei zu sein. Danke dir, dass du heute hier bist. Danke. So, und den Julian, den habe ich heute gecastet, oder? Ja, genau. Erzähl mir ein bisschen mehr von dir. Ja, ich bin Julian, 23 Jahre alt und komme aus NRW, aber aus einer kleineren Stadt mit nicht so vielen Einwohnern. Ich arbeite hier in der Bank, also eher ein konservatives Umfeld. Was machst du denn da genau? Ich finanziere Häuser. Von der Bank auf den Laufsteg, ist auch nicht schlecht. Ne? Warum nicht? Warum nicht? Genau. Also ich finde euch alle eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. Luca, Julian, ich hätte euch sehr gerne eine Runde weitergelassen, wenn ihr Bock habt. Also es freut uns wirklich sehr, sehr, sehr. Wir haben wirklich, also wir versuchen unseren Druck nicht an die Oberfläche kommen zu lassen, aber wir waren schon sehr unter Spannung gerade. Bro. Ihr seid sehr süß und ich muss sagen, den Max finde ich auch sehr süß. Dankeschön. Ich hätte dich auch gerne dabei. Danke. Fadi, auch dich würde ich gerne in der nächsten Runde sehen. Danke. Oh, ich habe mir das so gewünscht. Und Julian, dir gebe ich auch eine Chance. Ja, danke. Ich danke euch. Oh mein Gott. Ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Ciao. Ich danke euch. Bis später. Tschüss.
Also ich hoffe mal, dass wir auch so ein bisschen Heidis neue Lieblingszwillinge sind. Das wäre natürlich eine ganz tolle Nummer, weil ich und wir finden sie beide sehr sympathisch, muss ich sagen. Oh mein Gott. Wer ist eure Gruppe zweiter? Wir sind alle beiden. Alle. Es war so krass, es war ein ganz kurzer Moment, wo wir echt lange gewartet haben. Und dann habe ich gemerkt, ey, da kommt noch die Entscheidung so. Das ist schon echt ein geiler Moment so irgendwie. Es hat sich absolut gelohnt. Es hat sich absolut gelohnt. Auch die ganze Aufregung und alles. Ich mache mir richtig in den Hosen. Ich habe jetzt mehr Schiss, weil 5 Leute heißt 5 Plätze weniger. Und wenn man sich dann auch vergleicht mit den Typen und so, findet man vielleicht Ähnlichkeiten, wo man dann denkt, so okay, warum sollte sie diesen Typ dann nochmal nehmen, in diesem Falle mich. Ich habe ganz schön Angstschweiß. Es sind so zwei unterschiedliche Typen. Also ich glaube, du siehst nicht aus wie einer von denen. Also ja, das denkt man, aber man identifiziert sich so mit Kleinigkeiten. Ja, du bist ein Mann und die sind ein Mann. Nee, ihr könnt das nicht verstehen. Wir sind Mädels, wir können das verstehen. Ja. Weil wir machen wir genau das Gleiche. Wir freuen uns, wir sind guter Dinge, wir sind optimistisch und wir werden nicht verlieren. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Herzlich willkommen. Danke. Vanessa, fangen wir mit dir an. Hi. Hi. Erzähl uns ein bisschen was von dir, Vanessa. Ich bin 22, ich koche für meinen Bruder, aber ich habe auch so ein bisschen Model-Erfahrung, aber gar nicht Runway, sondern mehr im Commercial. Du hast gesagt, ich koche für meinen Bruder? Ja, genau. Also, der wohnt halt in der WG mit seinen Freunden zusammen, die machen halt YouTube. Und ich mache dann immer das Mittagessen für die. Und die bezahlen dich dafür? Ja. Was machst du sonst noch? Ich studiere Steuerrecht. Also falls ihr Hilfe bei der Steuererklärung braucht, sagt Bescheid. Aber sonst habe ich noch Kleingewerbe mit Modeln. Und du, dich habe ich heute kennengelernt. Erzähl mir was von dir. Wenn du mich anguckst, dann... Ich liebe dein Outfit. Dankeschön. Ich liebe dich. Mein Name ist Grace. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und vor dir zu stehen, Heidi, oh mein Gott. Was machst du so, Grace? Social Media, TikToks, YouTube und Instagram. Mhm. Make-up, get ready with me, Mini-Vlogs, so. Mhm. Ja. Ich höre bei dir aber auch einen Akzent raus. Woher kommst du? Ja, aus Syrien. Okay. Und wie lange bist du schon in Deutschland, oder? 6-7 Jahren. Hm. Ja. Ja, sorry, sprichst du gutes Akzent. Deutsch? Da. Ja, danke schön. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier bin oder hier stehe. Ja, natürlich, ich bin sehr dankbar, dass ich hier in Deutschland überhaupt bin. Weil in Syrien, wir haben andere Träume. Alles, was man so denken kann, ist einfach, wie soll ich überleben? Der Weg nach Deutschland ist sehr schwer gewesen, weil wir sind geschmuggelt. Also wir mussten von Syrien weg, weil als ich 14 Jahre alt war, der Krieg hat angefangen. Dann haben meine Eltern entschieden, uns aus Syrien zu flüchten. Unser Leben war schön, ja. Vor dem Krieg. Als Familie, alles. Ja, aber im Krieg war alles kaputt. Grace hat immer geweint, hatte Angst vor den Raketen und Bomben und so. Einmal, die war in die Schule und habe ich einfach gesehen, eine Rakete kommt im gleichen Platz, wo sie ihre Schule ist. Und ich habe gedacht, Grace ist vorbei. Gott sei Dank. Die war raus von der Schule vor 10 Minuten oder so, nur, ja. Und ich habe gesagt, nee, ich kann nicht mehr. Lass uns jetzt raus. Jetzt Schluss.
das Flucht von Syrien nach Deutschland hat wirklich meine Mama am meisten getroffen, weil die sollte sich um 3 Kinder kümmern. Aber sie hat das für uns versucht, bestmöglichst schöner zu machen und nicht zu zeigen, dass wir jede Sekunde sterben können. Meine Mama ist mein Vorbild. Also immer, wenn ich eine schlechte Zeit habe oder einen Moment habe, wo ich aufgeben möchte, ich erinnere mich nur an meine Mama, was sie erledigt hat in Syrien, was sie für uns alles getan hat. Mein Wunsch war immer und wird immer bleiben, ein Model zu werden. Als ich in Syrien war, ich hätte mir nie gedacht, dass das meine Zukunft wird, weil es gibt leider nicht so viele Opportunities in Syrien für eine Frau, sowas zu machen. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich hier bin und dass ich meinen Traum lebe. Ja, also niemals Hoffnung verlieren. Das Leben kann sich so von heute auf morgen ändern. Danke, dass du es erzählt hast. Fabienne, kommen wir zu dir. Ja, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Solingen. Mhm. Ich mache gerade meine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten und wäre im März fertig. Sagen wir jetzt mal, ich würde sagen, du kommst mit mir auf große Reise. Wie machst du das denn dann mit deinem Job? Ich würde die Ausbildung dann pausieren und dann nachholen. Du bist mir wirklich auch sofort ins Auge gesprungen. Du hast super lange Beine. Aber was mir wirklich am meisten imponiert hat bei dir, ist wirklich dein Lächeln. Du hast so ein Million-Dollar-Smile. Dankeschön. Doch. Ich habe meine Beine gemessen, als ich 15 war. Die waren mal 1,10 Meter. Kann sein, dass da noch ein bisschen was zugekommen ist, aber die sind auf jeden Fall unglaublich lang. Ich habe fast noch nie jemanden gesehen, der längere Beine hat als ich. Ich komme aus Senegal und da wurde ich mit einem halben Jahr, also nach Deutschland hin, adoptiert. Das war aber auch ein sehr langer, sehr, sehr langer und schwieriger Prozess. Ich wurde in der Schulzeit bis zur 8. Klasse gemobbt. Und da war das dann auch so, dass ich auch kaum noch gesprochen habe. Ich habe mich auch gar nicht getraut, mit anderen zu sprechen. Auch in den Pausen war ich dann entweder auf Toilette oder habe mich halt irgendwo versteckt, damit ich für mich bin und gar nicht so groß auffalle. Aber es war schon echt hart, weil ich es halt alleine durchgestanden habe. Das war ein sehr langer Prozess, wieder das Selbstbewusstsein zurückzubekommen. Ich habe mich dann langsam gesteigert. Ich habe langsam wieder angefangen, auch meine Meinung zu vertreten und meine Meinung auszusprechen, das halt dann immer weiter und immer weiter, bis man dann irgendwann wieder drin war und dann auch akzeptiert wurde. Was machst denn du sonst noch so für Sachen? Ich habe ein eigenes Pferd, also da bin ich dann am Wochenende. Ja, und sonst, also das kostet schon sehr viel Zeit. Das ist dein eigenes Pferd und das steht irgendwo im Reitstall. Ja. Das ist teuer, oder? Ich weiß, also ich wollte den auch nur behalten, weil das letzte Geschenk von meinem Papa war an mich quasi. Und deswegen habe ich dann gekämpft dafür, um den zu behalten. Darf ich fragen, was das bedeutet, das letzte Geschenk? Oder möchtest du darüber nicht reden? Mein Papa ist 2020 verstorben. Mhm. Also ganz spontan und unerwartet. Es tut mir leid. Dankeschön. Danke. Und habt ihr schon männliche Models gesehen, wo ihr sagt, wow, die sehen richtig gut aus? Alle. Ja, alle, ja. Ja? Wir haben keine Chances, ja. Nein, hat sich schon irgendjemand connected mit irgendwem? Doch, also ich verstehe mich tatsächlich mit den Zwillingen ganz, eigentlich mit voll vielen voll gut, aber mit den Zwillingen ganz gut. Was sagt ihr dazu, dass ich dieses Jahr auch männliche Models caste? Ich finde es richtig cool. Also ich hätte auch niemals gedacht, dass es wirklich so viele verschiedene Männerarten gibt, die sich dann auch dafür interessieren und das ernst durchziehen wollen. Ja, ja. Das ist echt Wahnsinn. Ja, nee, ich bin auch sehr positiv überrascht. Okay. Vanessa, ich bin mir noch nicht 100% sicher. Mhm. Ich finde dich super hübsch. Im Moment lasse ich dich noch eine kleine Runde wackeln. Mhm. Sehe dich nachher noch mal wieder. Alles klar. Ähnlich geht es mir bei dir. Ich würde dich auch nachher gerne noch mal wiedersehen. Grace, danke euch. Dankeschön. Okay. Boah, die ist voll hübsch. Ja,
wackeln gerade. Es ist schon eine ziemlich große Anspannung, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube trotzdem, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll. Fabienne, dich würde ich sehr gerne in der nächsten Runde dabei haben. Dankeschön. Ich danke dir. Und bei euch möchte ich mich jetzt an dieser Stelle bedanken, aber es ist leider ein Nein für die nächste Runde. Okay, danke schön. Danke, dass ihr dabei gewesen danke. Seid. Tschüss. Vielen herzlichen Dank. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks oder den Topmodel-Alltag? Dann abonniere uns jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann geht's gleich hier weiter mit dem nächsten Clip auf YouTube. Du liebst GNTM und möchtest keine Sekunde verpassen? Dann klicke hier unten, um dir eine komplette Folge nochmal auf Join anzusehen.